Ich begrüße Sie bei den Weltbildern. Steht die Ukraine vor einem Bürgerkrieg, der die ganze Region in Brand setzen könnte? Das ist die brisante Frage. Michael Heusen ist für uns in Donetsk. Ich grüße Sie. Das Auswärtige Amt rät ja jetzt allen Deutschen, den Süden und vor allem auch den Osten der Ukraine zu verlassen. Wie gefährlich ist die Situation im Moment bei Ihnen? Die Armee hat das etwa 100 Kilometer entfernte Slawiansk abgeriegelt. Gestern gab es dort viele Tote. Wie ist die Lage heute und im Moment? Wir haben es gerade gesehen, die prorussischen Separatisten wollen am Sonntag in einem Referendum abstimmen lassen, ob sich der Osten der Ukraine abspalten soll vom Rest des Landes. Kann so eine Abstimmung in dieser Situation überhaupt stattfinden? Putin solle endlich zur Entspannung der Lage beitragen, wurde ja gerade in Wien gefordert. Gibt es denn irgendwelche Zeichen einer Deeskalation? Am Mount Everest streiken die Sherpas. Ohne sie kommt kein Abenteurer auf den 8000er. Für den Aufstieg der Touristen riskieren auch die nepalesischen Führer und Träger immer wieder ihr Leben. Beim größten Unglück am Einstieg zum Mount Everest am Karfreitag wurden 16 Sherpas getötet. Alle Expeditionen für dieses Jahr sind abgesagt. Die Bergtouristen spülten bisher viel Geld in die Kassen der Regierung, aber bei den Sherpas kam nur wenig an. Ein Interview mit unserer Reporterin Juliane Möcklinghoff, in dem sie schildert, wie sie das Unglück hautnah miterlebt hat. Das lesen Sie bei uns im Internet unter ndr.de/weltbilder. Bekomme ich das Kind oder nicht? Für ungewollt schwangere Frauen bei uns eine ganz persönliche Entscheidung. Wer abtreibt, muss sich weder öffentlich beschimpfen lassen noch verstecken. In den USA aber machen sich viele Frauen nur heimlich auf den Weg in die Klinik und einige Ärzte riskieren für ihren Job sogar ihr Leben. Denn obwohl Abtreibungen dort legal sind, ist die Empörung der Gegner sehr groß, hat unsere Korrespondentin Karin Dohr gerade miterlebt. Auf einen Ort in der Welt, wo jeden Tag auf grausamste Weise Frauen, Männer und auch viele Kinder getötet werden, gucken wir kaum noch, weil fast kein Journalist mehr von dort berichten kann. Jetzt hat unsere London-Korrespondentin Annette Dittert Drehmaterial von einem Kamerateam der britischen BBC bekommen. Nur die BBC und ein freier Schweizer Reporter haben sich überhaupt in diesem Jahr getraut, im zerstörten syrischen Aleppo zu drehen. Die frühere Rebellenhochburg wird weiter von Assads Truppen bombardiert, aber es leben noch immer Menschen dort, die nicht fliehen konnten. Sie müssen Tag und Nacht mit dem Schlimmsten rechnen. Morgen dürfen Schwarze und Weiße in Südafrika wählen. Inzwischen ganz normal, vor 20 Jahren aber war das für Millionen schwarze Südafrikaner ein unglaublicher Tag. Das erste Mal, dass sie frei wählen durften nach 46 Jahren brutaler Apartheid. Die Kinder, die dann geboren wurden, als Nelson Mandela Präsident war, haben keine eigenen Bilder mehr im Kopf von der bitteren Zeit der Rassentrennung. Heute halten sie mit der Kamera nicht politische, sondern bunte Bilder fest. Ihre Freiheit. Präsident Zuma vom ANC hat offenbar gute Chancen, wiedergewählt zu werden, obwohl er wegen etlicher Skandale mit deutlichen Stimmenverlusten rechnen muss. Hier geht es jetzt weiter mit der Doku Safari, die große Freiheit, und wir freuen uns nächste Woche wieder auf Sie. Bis dahin.